Das Video heute ist ein bisschen out of order. Es ist kein regulärer Vlog. Eigentlich war es als regulärer Vlog geplant, aber ja schon, ich bin in irgendwie so eine Art tiefes philosophisches Gespräch verfallen und ich wollte es jetzt nicht einfach einkürzen und in den Vlog reinquetschen, deswegen dachte ich mir, ich mache es einfach separat von unserem anderen Vlog, der dann regulär am Montag kommt. Das heißt, hier jetzt einfach unser philosophisches Gespräch über das Sein. Und dann am Montag wieder reguläres Vlogging. Bei uns steht heute was an, wovon ich glaube, dass es ein wichtiges Thema ist. Und zwar werden wir von einem Kunden besucht und treffen diese Person zum ersten Mal. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie präsentieren wir uns? Was erzählen wir von uns, damit dieser Kunde versteht, was wir anbieten und sich vielleicht denkt, ach, die Jungs, die würde ich buchen. Verkaufen wir uns als das, was wir gerade sind, was wir für viele Kunden gerade machen, oder verkaufen wir uns als das, wo wir hinwollen? Und ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Und die große Frage ist überhaupt erstmal, wer sind wir eigentlich? Jetzt war der Kunde ja mittlerweile da. Mhm. Wie lief es für dich von deiner Erwartungshaltung versus Reality? Boah, ich hatte gar keine konkrete Erwartungshaltung, weil ich auch gar nicht wusste, wer der Kunde ist. Also das ist ein Kontakt, der hergestellt wurde über jemanden, mit dem wir viel zusammenarbeiten. Und so ein bisschen nach dem Motto, einem geschenkten Gaul schenken, schaut man nicht ins Maul. Habe ich jetzt gar nicht so groß nachgefragt, weil ich auch der Person total vertraue, dass das kein Crap ist, wenn man so einen Kontakt, aufbaut. Tatsächlich war jetzt aber der Eindruck total positiv. Also ich glaube, daraus könnte wirklich was erwachsen. Und ich glaube auch, dass wir uns ganz, ganz gut, fair und vernünftig dargestellt haben. Ich finde, man könnte ja auch einfach hier total einen auf dicke Eier machen und sich total groß verkaufen. Aber das, finde ich, macht weder Spaß noch Sinn. Ich möchte eigentlich als das wahrgenommen werden, was wir sind, und auch sehen, dass die, oder auch verkaufen, dass wir ambitioniert sind und dass wir noch wohin wollen und dass wir gerne auch deshalb bereit sind zu arbeiten. Ich glaube, wenn man einfach nur auf dicke Hose macht, dann tut man ja so, als wäre man schon längst da, wo man sein will, und wenn dann aber vielleicht der Eindruck nicht ganz passt zu dem, was man da verkaufen will, dann ist man, denke ich, direkt unten durch. Die Frage, die Joscha eingangs gestellt hat, auch an mich, war ja, wie verkaufen wir uns? Verkaufen wir uns jetzt als EB-Truppe oder als Filmemacher, als das Megateam? Und ich finde, sobald man sich selber die Frage stellt, was ist man eigentlich, dann wird es eigentlich erst konkret, wenn man sich denkt, ja, was zeigen wir dem denn jetzt von uns? Zeigen wir dem die Musikvideos, die wir gemacht haben, oder den ZDF-Film, den wir vor ein paar Jahren gemacht haben, oder vielleicht ein paar Sketche, die wir gemacht haben? Und was wir auf jeden Fall gemerkt haben über die Jahre ist, dass je offener wir mit uns selber umgehen und je weniger man sich verstellt, desto besser kommt das eigentlich auch an, weil wir im Endeffekt keine riesen Crew verticken, sondern wir verticken Joscha und mich. Joscha als Regisseur, mich als Kameramann und unsere kleine Crew, die wir hier halt haben. Und dieses Fake it till you make it Ding war ich nie ein Fan von. Und ich glaube, das spüren einfach auch viele Leute. Wenn wir jetzt so tun, als wären wir die krassesten Motherfucker im Game und hätten schon alles irgendwie gemacht, das funktioniert, glaube ich, nicht. Ich glaube, man fährt immer damit am besten, realistisch mit den Leuten umzugehen. Oder? Wir waren jetzt total offen und ehrlich mit dem Kollegen über das, was wir wollen, über das, was wir können, über das, was wir sind. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ich habe aber Gedankengang zu einem Fake it till you make it. Ja, okay. Jetzt switchen wir das wieder. Ja. Also ich finde, dieses Fake it till you make it kann funktionieren, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe schon Sketche gedreht mit Freunden, ich weiß, wie das funktioniert, aber ich habe es noch nie gemacht für eine Produktionsfirma oder für einen Sender. Und dann zu sagen, ich habe Erfahrungen damit, ist kein Fake. Das stimmt. Und ich glaube, das ist so der faire, realistische Weg. Weil man hat ja auch eine Referenz. Aber die wurde halt nie groß ausgestrahlt oder so. Oder ist vielleicht der Sound nicht so toll. Aber wenn man erkennen kann, dass da eigentlich was drin ist, was unter professionellen Umständen richtig cool wäre, dann hat man Ahnung. Und ich glaube, das ist der Bereich, in dem Fake it till you make it total in Ordnung ist. Das ist aber ein schönes Hemd an heute. Das hat mir mein Freund rausgelegt. Oh Gott. Jetzt kommt. Ja, Mensch, stopp. Das mit dem Partnerlook geht echt gar nicht. Sollen wir mal anfangen, so ein Video zu machen nach dem Motto, sind wir zusammen oder nicht? Oh, das wäre. Also, es gibt natürlich. Es gibt die Gerüchte sind wahr. Ja. So, besser. Hm. Musst du aber noch hochrutschen. Also. Am Anfang hat man oft dieses Gefühl, und ich meine, am Anfang mit, das hatte ich früher auch gemacht,
dass man selber sich als Riesenproduktionsfirma auftun will, obwohl man irgendwie vielleicht seit nach einem halben Jahr mit einer Kamera dreht. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob... Weil man aber auch nichts anderes kennt. Genau. Also das ist, glaube ich, immer das Problem am Anfang. Man denkt halt, wenn ich irgendwie an einen Job komme, dann nur, wenn ich so tue, als wäre ich eine richtige Company. Genau, und ich glaube, was ich schon immer gedacht habe, auch früher, als wir noch Hochzeitsfilme gemacht haben, oder ich, dass man, ich könnte auch die geilsten Hochzeitsfilme überhaupt machen, wenn nur XY, wenn ich nur von den besseren Hochzeiten gebucht werde. Ja, vielleicht stimmt das halt auch manchmal gar nicht. Vielleicht waren meine Hochzeitsfilme halt auch nur mittelmäßig und deswegen wurde ich auch nur für mittelmäßige Hochzeiten gebucht. Weil im Endeffekt wirst du halt für das gebucht, was du anbietest. Und in meinem Fall waren das halt offenbar mittelmäßige Hochzeitsfilme. Und deswegen hat auch nie jemand angerufen und gesagt, Digga, wir heiraten auf Teneriffa, am Cliff bei Sonnenuntergang. Und du bist der geilste Hochzeitsfilmer der Welt. Und so. Egal, was du kostest, komm einfach vorbei. Nee, genau. Und ich glaube, da muss man teilweise auch einfach krass ehrlich mit sich selbst sein, was halt wirklich geht und was nicht. Ja, aber es ist auch ganz, ganz schwierig, erstmal sowieso ehrlich mit sich selber zu sein. Total. Und auch zu wissen, wo die Messlatte in Wirklichkeit liegt. Ja. Weil ich, muss ich ganz ehrlich gestehen, in allem, was ich tue, ich vergleiche mich immer so mit Menschen, die so ein Müh besser sind als ich. Ja. Aber ich vergleiche mich jetzt nicht mit Quentin Tarantino, weil für mich, ich lebe auf der Erde und der lebt auf dem Mars. Also so das. Und da muss man vielleicht auch so ein bisschen von weg. Ich glaube, man muss sich schon mit den großen Fischen auch vergleichen. Weil je größer sozusagen der Abstand ist, den man erkennt zwischen meiner Ist-Situation und da, wo ich sein sollte, umso eher verstehe ich, was muss ich machen, um dahin zu kommen. Ja. Wenn ich immer nur so 5 cm über den Tellerrand gucke, ja, okay, dann werde ich auch nur 5 cm wachsen. Ach, also wirklich! Nee, ich finde, es ist auch wirklich schwer. Ist ja auch nicht so, als hätten wir eine Antwort darauf. Wir sind ja selber, also ich betrachte, und das, deswegen fand ich das so witzig, als du das Buch letztens im Buch vorgelesen hast. Du hast ja letztens dieses Buch vorgelesen auf der Fahrt nach Berlin. Weil ich betrachte mich immer noch als so, klingt ein bisschen komisch, aber den Anfänger unter den Profis halt irgendwie. Wir sind jetzt nicht mehr so, dass wir ganz am Anfang stehen würden und gar nicht wissen, was wir machen. Aber im Profibereich sind wir schon noch irgendwie hoffentlich sehr weit am Anfang. Und ich sage hoffentlich, weil ich durchaus in ein paar Jahren hier zurückgucken will und denke, was haben wir da für Winzlingsproduktionen gemacht? Aber klar, sich da irgendwie selber ehrlich zu positionieren, ist nicht leicht. Und das ist dann auch die Frage, eben willst du lieber Leuten das verkaufen, was du selber machen möchtest, auf die Gefahren, dass sie dich da nicht buchen, weil die vielleicht sagen, ja nee, wir brauchen kein Fiction-Team, sondern wir brauchen ein EB-Team und wir verkaufen es aber als Fiction-Team. Tricky, I don't know. Das ist auch doof, man muss immer so ein bisschen den Kontostand im Blick behalten. Ne? Also man kann ja nicht einfach sagen, ich verkaufe mich als das und das und ich mache das so lange, bis irgendwer sagt, wir wollen nicht. Oder man sagt halt, ich verkaufe mich als das, was ich bin und werde da dauerhaft gebucht und mache vielleicht auch mal ein paar schlechtere Jobs. Würden wir jetzt dahin gehen und für 500 Euro Hochzeitsfilme anbieten, dann wäre das von der Preis-Leistung so geil, dass wir wahrscheinlich relativ schnell ein ganz gutes Booking hätten. Und davon könnte man auch leben. Aber vielleicht ist es halt auch sinnvoller zu sagen, wir verzichten auf super viele Aufträge und machen lieber die wenigen im Jahr, die uns nach vorne bringen. Und ich glaube, da diese Spreu vom Weizen zu trennen, so zwischen Künstler-Dasein, ich mache nur das, was ich geil finde, und Dienstleister, ich mache alles, solange es mich bezahlt, das ist ganz schwer bei uns. Total. Ich glaube nicht nur bei uns. Ich glaube, diese Krise hat man wahrscheinlich immer irgendwie, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, wir sind da nicht die Einzigen, die das haben. Ja, es ist halt halb Handwerk, halb Kunst, ne? Es ist halt kein stringenter Weg. Es ist nicht so, dass wir sagen können, wir haben ein Ziel vor Augen und wir müssen nur diesen Weg gehen und dann landen wir da. Das ist halt ein bisschen das Ding, weil vielleicht wäre der Weg, wenn ich sagen will, ich will Kino-DP werden, müsste ich hier eigentlich alle Stricke abreißen und ab sofort nur noch irgendwie versuchen, an Filmsets zu kommen oder sowas. Das ist halt auch unrealistisch. Und das ist ja auch nochmal, kommt ja auch noch dazu, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, wir nehmen keine Jobs mehr an, die uns nicht gefallen. Scheiß drauf, weil dann haben wir hier demnächst keine Miete mehr gezahlt und müssen hier raus. Das hängt ja auch alles an Konsequenzen. Und auch da muss ich sagen, es ist so ein bisschen dieses am Ball bleiben Prinzip. Ja. Wir werden nur weiterkommen, wenn wir am Ball bleiben. In dem Moment, wo man sagt, ich sitze jetzt so lange auf dem Sofa, bis einer anruft aus Hollywood, wird da gar nichts passieren. Ja, ja, klar. Dann ruft nie einer an. Ja. Und dann muss man vielleicht auch ein bisschen Scheiße mitnehmen. Das weiß ich, wie nur bei einer Rockband. Also das erste Booking ist halt nicht Rock am Ring. Accepted. Ist halt so. Auf jeden Fall. Du spielst halt erstmal im Jugendhaus von der Kirche vor 20 Leuten und du guckst ins Publikum und kennst jeden. Und wir sind, glaube ich, so gerade an dem Punkt, wo wir so mal regelmäßig außerhalb unserer eigenen Stadt spielen. Aber wir sind noch ein Stück weit entfernt von der Deutschlandtour. Und das ist, glaube ich, das, wo wir hin müssen. Ob man merkt, dass Joscha aktuell mit seiner Band aktiv ist? Was?
Ich weiß nicht so richtig, ob das die Frage beantwortet, nein, die du selber eingangs gestellt hast. Nein, wir haben sehr, sehr viel geredet und wenig gesagt. Sollen wir es also vielleicht mal umdrehen? Was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn weiter? Also, weil wir könnten jetzt ja einfach sagen, vor uns ist jetzt Herbst und Winter und wir könnten einfach nichts tun, es rufen die gleichen Kunden an wie immer, die Firma kommt durch, wir machen ein bisschen Urlaub, vielleicht streichen wir was oder leiten wir bestimmte Schritte ein, um jetzt irgendwie Steps zu gehen. Und wenn ja, welche? Das ist doch eigentlich das Spannende, weil man muss zugeben, wir haben noch nie Steps eingeleitet, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen dahin, das ist der Weg und wir probieren den jetzt aus, sondern wir waren immer total opportunistisch. Es ist immer irgendwas passiert, irgendwer hat uns angerufen und gesagt, ja, alles klar, da sind wir dabei. Und daraus ist dann irgendwas entstanden. Aber sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir selber unser Karriereschicksal in die Hand nehmen können zum ersten Mal? Mhm. Weil ich glaube, also so als wir aus der Ausbildung gepurzelt, man kann nichts, was andere nicht auch können, dann muss man Opportunist sein und einfach sagen, ich nehme jede Gelegenheit, die sich mir bietet und versuche daraus das Beste zu machen. Okay. Aber jetzt plötzlich sind wir in einer anderen Situation. Jetzt sind wir doch da, dass wir sagen könnten, wir gestalten selbst. Und wir lassen auch Gelegenheiten gehen. Ja, prinzipiell schon. Aber auch da ist natürlich die Frage. Also ich glaube, bei uns, was uns gerade so ein bisschen aufhält, von wir machen viel mehr, ist ja, dass Walküren im Schnitt liegt und halt immer noch nicht fertig ist. Weil eigentlich ist Walküren halt das Ding, was wir letztes Jahr gesagt haben. Das ist unser Meer. Wir haben viel Scheiße gefressen. 2020 war ein Jahr, wo wir einfach jeden Dreck gemacht haben. Kann man das so sagen? Natürlich. Ja. Wen beleidigt man damit? Das weiß ja keiner. Also, ne? Aber wir haben einfach jeden Job angenommen aus dieser Angst heraus, dass Corona uns halt noch doch runterzieht. Und dann hatten wir plötzlich einen Überschuss, halt, wo wir gesagt haben, geil, jetzt haben wir viel Scheiße gemacht, lass uns was machen, was uns weiterbringt. Wir wollen Fiction machen, lass uns ein Fiction-Projekt machen. Und es ist ähnlich wie bei einer Band. Wenn man halt eine Tour macht, sage ich dir auch mal wieder, ne? Wir haben früher mit meiner Band, wir haben getourt. Und wir haben monatelang auf diese Tour hin gebookt, geprobt, alles Mögliche gemacht, aber nie drüber nachgedacht, was kommt eigentlich nach der Tour. Und dann war die Tour vorbei und danach ist man in so ein Loch gefallen und wusste überhaupt nicht mehr, wie gehen wir jetzt weiter von hier. Ja. Und das ist so ein bisschen diese Walküren gefallen, nur dass wir die Tour nicht machen, weil Walküren, es ist immer noch nicht fertig. Es ist so, und solange es nicht fertig ist, hat man überhaupt keinen Bock, was anderes zu starten oder überhaupt drüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen tatsächlich unser Hold-up eigentlich gerade, dass wir jetzt auch an dem Punkt sind, wo wir beide, glaube ich, gerade nicht diesen Mega-Drive haben, zu sagen, wir bringen das jetzt zu Ende, geil, wir müssen nur noch hier zwei, drei Sachen machen. Sonst, wir wissen beide, es ist immer noch sehr viel Arbeit, die da reinstecken muss, es dauert noch ewig. Und das stoppt halt gerade so ein bisschen. Voll. Ich meine, für mich, mein Plan war eigentlich heute, Anfang der Woche war mal so, Donnerstag und Freitag mache ich Walküren weiter, dann kommt jetzt halt immer wieder was dazwischen. Ich glaube, man muss jetzt am Montag und Dienstag mal sagen, da kommt jetzt nichts dazwischen, das ist jetzt Prio 1 und wird jetzt einfach gemacht. Und dann gibt es auch nicht mehr Großes, man könnte und sollte, müsste, sondern es wird einfach gemacht. Auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Fazit dazu, wir machen auch Jobs, die jetzt nicht irgendwie mega glamourös sind oder mega fancy oder sonst irgendwas, sondern so ganz klassische EB-Jobs. Und das ist auch völlig okay so. Damit verdienen wir unser Geld, damit können wir uns alles Mögliche hier leisten, was wir machen. Und solange wir halt im Blick behalten, dass wir dann teilweise das Geld auch nutzen für uns selbst, für unsere eigene Karriere, für unseren eigenen Wunsch, Filme zu machen, ist das ja auch okay. Und mit Walküren haben wir das ja eigentlich. Und wir müssen dann halt, wenn Walküren Richtung Ende geht, drüber nachdenken, was machen wir jetzt als nächstes für uns. Ob das dann eine Eigenproduktion ist oder ob wir eben sagen, wir machen, wie jetzt ja im kommenden Monat, vermehrt bei anderen Kurzfilmchen mal mit und so. Das kann man dann gucken, aber ich denke trotzdem, dass wir nicht auf dem schlechtesten Weg sind. Jetzt mein Gefühl. Ja, also ist halt ein sehr nebliger Pfad gerade. Man hätte gerne einfach, ich hätte gerne die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich sehe jetzt so ein bisschen mehr von dem Weg und weiß, wo wir bereit sind. Ist der richtige, schaffen wir in die richtige Richtung. Ja, ich weiß, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Typsache, weil ich zum Beispiel, wie du eben schon sagst, wir haben ja nichts von dem geplant, was passiert. Zero. So, und irgendwie genieße ich das auch so ein bisschen. So auch, ich mache mir selten Sorgen mittlerweile, weil es immer irgendwas passiert und du hast eh keine Kontrolle darüber. Und ich finde, der Job ist auch deswegen so geil, weil er so viel Abwechslung bietet. Weil wir in ein, zwei Jahren wieder ganz andere Sachen mehr machen werden, ja, Sachen, die wir jetzt machen. Und
klar fände ich Fiction geil und es ist so ein bisschen das Ziel, aber ich will es mir auch nicht so streng als Ziel setzen, dass es halt nichts anderes mehr geht. Ja, ja, weil das führt auch nur zu Enttäuschung. Ne? So. Weil wenn also ich hätte auch keinen Stress damit, Dokus zu machen oder nur fette Musikvideos. Also alles cool. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Und im Endeffekt spielt natürlich auch noch das Älterwerden mit rein. Du wirst jetzt dann vielleicht irgendwie in ein paar Jahren kommen und jetzt dann doch Kinder wollen oder so. Und dann sag ich irgendwie, ich will jetzt aber im Auto leben oder was weiß ich nicht was. Aber nicht in der Welt, sondern im Auto. Ja. Im Corsa. Oh shit. Und gucken immer deine Beine raus, aus dem Kofferraum. So, und ich finde, das will ich mir doch offen lassen. Also, dass man irgendwie sagt, ey, wenn irgendwas kommt, dann ist das halt so. Und dann ist das auch okay. Und nicht immer direkt alles. Ne? Weil ein Ziel setzt halt eine Erwartung voraus, wie du schon sagst, dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Ja, es gibt ja nur noch einen Fall, der ist cool und alle anderen Fälle sind dann Enttäuschung. Ja, auf der anderen Seite ist es halt auch so, man muss halt auch dafür sorgen, dass Dinge passieren, indem man Wege geht. Auf jeden Fall. Also, wenn ich nicht anfange, Leute anzurufen, weiß niemand, dass wir existieren, sozusagen. Total. Ob dann die richtigen Leute wiederum die Nummer wählen, um sich mal zurückzumelden, ist eine andere Frage. Ja. Aber ich finde, solange man nicht unglücklich ist auf dem Weg, ist er halt per se schon nicht falsch. Ja. Auch wenn man nicht genau weiß, wohin führt. Ja. Wenn einem das natürlich irgendwie fertig macht und man sagt, Alter, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache, ob das clever ist, klar, ist was anderes. So, dann ist man halt auch, ist man schon auf einem blöden Weg, so. Das, um mal in der Metapher zu bleiben. Sorry, Schnitt, Marius. Puh, ich lasse das, glaube ich, einfach durchlaufen. Leute, wir wollten eigentlich einen kurzen Vlog machen und irgendwie wurde es jetzt ein übelster Podcast. Aber manche Leute wollten einen Podcast, von daher hoffe ich, ihr genießt das. Ich habe im letzten Vlog ja schon gesagt, dass ich es gerade wieder total cool finde, plötzlich so von Dreh zu Dreh zu Dreh zu huschen. Das hatte ich jetzt mit dem Musikvideo letztens, dann jetzt irgendwie mit Berlin, dann jetzt mit dem Festival, dann nächste Woche wieder TV-Start. Finde ich immer wieder ganz cool. So, plötzlich ganz viele Kleinigkeiten zu haben und so voll im ein Tag Büro, ein Tag Dreh, ein Tag packen, ein Tag Büro, ein Tag Dreh, ein Tag packen. So, das finde ich auch wieder ganz funny. Ja. Und ich glaube, jetzt diese Gedanken kommen auch gerade, weil wir jetzt doch wieder 2-3 Wochen lang so wenig gemacht haben. Und dann plötzlich denkt man sich so, Moment mal, was machen wir eigentlich? Und jetzt wird es wieder losgehen, die TV-Branche erwacht, alle rufen uns an und sagen, ey, übrigens, wir haben ja ein neues Ding und ey, könnt ihr mal hier und wie sieht's da aus? Und dann Ende Dezember denken wir jetzt wieder, oh, ich brauche Freizeit, ich kann nicht mehr. Ich brauche jetzt ein Jahr Urlaub. Und 2 Wochen später, mir ist langweilig. Eben, und im Januar wird es wieder heißen, ja. Der Terminkalender ist leer. Wir gehen pleite. Jedes Jahr gehen wir im Januar pleite. Ende Januar so. Das Konto ist voll, wir müssen mal wieder Sachen kaufen, sonst sagen wir das stumm und dämlich an Steuern. Also es gibt wirklich so ein paar immer wiederkehrende Themen und ich glaube, dass im Januar die Panik reinkommt von wegen, wir haben gerade gar keine Sommerprojekte anstehen, wir müssen jetzt Akquise machen, so wie hell meine Haut ist. Gut. Du wunderst dich, dass dieser Kanal nicht mehr Subscriber kriegt, ja? Warum? Alles klar, Alter. Ich gehe jetzt eine Wurst essen. Wurst pressen, meinst du? Ja, Leute, es ist Freitag, 18.05 Uhr. Das ist das Niveau hier. Falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt gerne. Ihr dürft ein Like dalassen und dieses Video teilen mit allen euren Freunden und Eltern. Und dann sehen wir uns bei 5 Videos die Woche. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss, viel Spaß im Krankenhaus.